Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zum ersten Uncharted Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's endlich los mit der Uncharted Nathan Drake Kollektion. Ich habe mir das Ganze gestern zugelegt und heute geht's endlich los. Meine Kindheit, Freunde, dass ich die zusammen nochmal mit euch erleben darf in diesem Spiel quasi, ist einfach nur unglaublich. Und ich freue mich einfach nur drauf. Und für diejenigen, die Uncharted noch nicht kennen, euch wird ein richtig geiles Action-Adventure-Spiel erwarten, ähnlich wie Last of Us. Das ist ja auch von den Machern von Last of Us. Und ja, hier könnt ihr nochmal die Abstimmung sehen, es waren auf jeden Fall über 80% dafür gewesen und deshalb freue ich mich umso mehr, das Ganze mit euch zu starten. Ich würde sagen, wir drücken jetzt direkt mal X. Also ich, ehrlich gesagt, ich kann mich vielleicht noch an ein paar Stellen erinnern, aber wo ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ist, glaube ich, 6 oder 7 Jahre her. Das ist schon echt ziemlich lange her und deshalb, wenn man das spielt, dann wird man sich auch gleichzeitig so wieder in die alte Vergangenheit zurückversetzen und nachdenken, boah, scheiße, Mann, wie lange ist das denn her? Und darauf freue ich mich einfach nur und ich werde dieses Spiel einfach mit euch zusammen fühlen, das wird richtig geil werden. So, hier können wir sehen, Uncharted Drake Schicksal, Uncharted Among Thieves, das sind die ganzen drei Teile, also das Spiel hat bisher 3 Teile. Und ich werde euch jetzt mal erklären, wie ich das vorhabe. Also, es kommt ja März 2016, der 4. Teil, nur für die PS4 raus, mit verbesserter Grafik. Also, das ist kein Remake oder sonst was. Das hier ist jetzt ein Remake von der PS3. Das Spiel gab es ja schon, beziehungsweise die 3 Teile gab es auf der PS3. Und jetzt haben wir das Ganze nochmal als remasterte Version rausgehauen. Und mit richtig geiler Grafik und. Und bis März habe ich mir als Ziel vorgenommen, mit euch alle 3 Teile zusammen durchzuzocken hier. Damit wir perfekt vorgerüstet sind oder ausgerüstet sind für den 4. Teil. Und der wird einfach bestimmt richtig krass werden. Und ja, dann würde ich sagen, drücken wir auch direkt hier Uncharted Drake Schicksal. Und ihr müsst immer genau zuhören, weil wir wollen ja das Spiel auch alles verstehen. Machen wir Untertitel, machen wir ein, damit ihr auch alles versteht und so weiter. Ich werde euch ab und zu mal auch was erklären. Und ich hoffe, dass ich das auch noch verstehe, Alter. Alles klar, würde ich sagen, geht's auch direkt los. Ab geht's. So, Uncharted Drake Schicksal. Zum Beginn X, neue Spieloption. Kann man auch nochmal Sachen einstellen, aber haben wir ja gerade schon gemacht. Alles klar, neues Spiel, Kampagne. Fortlaufender Speedrun, was ist das denn? Ne, machen natürlich die Kampagne. Wir zocken nicht auf schwierig oder Gnaden, ich würde sagen auf normal, oder? Normal. Normal, Alter, ey. So, neue Spieldaten, ab geht's. So, Freunde, los geht's in den tiefen Wäldern. Alter, Junge. Krieg ich direkt Gänsehaut, Freunde, ne? Einfach nur unfassbar. Jeder große Unterfangen hat einen Anfang. Doch wahrer Ruhm gebührt jenen, die den Mut haben, eine Sache gänzlich zu Ende zu führen. Sir Francis Drake. Wir sind ja gerade unter Wasser. Boah, ich kann mich null daran erinnern. Drücke 4. Ach so. Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich hab mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle. Das ist Elena, dieses Vibe. Kennen die noch? Du Scheiße, Alter. Drakes Schicksal. So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein. Was soll das? Der Deal war für den Sarg. Mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Sally, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja, und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Was reden Sie denn da? Oha, Alter. Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee, nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält... einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's.
Oh shit, Freunde, jetzt geht's los, Alter. Ich kann mich ehrlich gesagt an das gar nicht mehr erinnern. So, drücke L2 zum Zielen und zu schießen. Gefunden? So, Freunde, los geht's. Die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Was haben sie diesem Kerl getan? Ja, das ist eine lange Geschichte. Bam, bam. Jetzt geht mein Controller fast leer, genau wenn ich anfange zu schießen. Komm her. So. Die Jungs können sie nicht leiden, was? Da haben die auch diese Kisten drauf, warte mal. Boah, schießt, macht dir einfach so Spaß wie bei Last of Us. Ich muss sagen, die Grafik ist jetzt nicht so die beste. Also die war von Last of Us natürlich viel besser. Aber Last of Us ist ja auch ein Spiel, was die auch nochmal für die PS4 rausgebracht haben. Und da fand ich die Grafik irgendwie besser. Aber das Spiel ist auch schon, das kann man nicht vergleichen. Dieses Spiel ist zum Beispiel so viele Jahre her. 2007 kam das raus. Das ist schon echt verdammt lang. Komm, da gibt es eine Bombe. Bam, 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 bam. Dicke Kombo kriegt er von uns. Ach, was macht der denn da direkt hier um die Ecke? Komm, wir boxen direkt mal alle runter vom Schiff hier. Zack, zack. Huhu. Der Nathan Drake. Also ihr werdet noch alles mit der Story erfahren, Freunde. Da wird es bald noch einen Rückblick geben und sowas, wie auch beim Trailer. Und da können wir dann nochmal auch alles hier in Ruhe durchgehen und werden wir alles auch besser verstehen. Bam. Guck mal, die haben... die Spastis, Alter. Wollen die rüber aufs Schiff hier? So, Freunde. Ja, ich habe mir so vorgestellt, dass ich... was ist das denn? Brachial-Kombo auszuführen. Okay. So, kommt her. Oh, shit. Zack, zack, zack. Kreis um die Deckung. Boah, Headshot, Alter. Ja, ich habe mir vorgestellt, so das Let's Play immer 40 bis 60 Minuten zu halten, damit wir es auch schaffen bis März. Aber das heutige Let's Play wird jetzt nicht allzu lang gehen, damit schon etwas später. Das erste Let's Play soll ja auch in einer guten Quali rauskommen. Und die restlichen natürlich auch. Nur heute, jetzt haben wir schon 14 Uhr, wird das so, denke ich, circa eine halbe Stunde halten. Komm her, Brachial-Kombo, zack. Boom, boah, was ist eine Brachial-Kombo? Junge, was geht denn da ab? Alter. Die mit einer Brachial lassen mehr Munition fallen. Achso. Okay. Ja, das wusste ich nicht. Zack. Ah, der braucht nur einen Schlag. Die sind sofort tot. So. Oha, was kommt denn da auf uns zu? Oha. Und Baller. Alter. Was geht denn hier ab? Scheiße. Ujo. Okay, das ist nicht gut. Alter. Was ist denn hier passiert, Mann? Das Schiff geht unter. Ich schwöre es euch, das Schiff geht unter, Mann. Oh mein Gott. Sully, das ist Sully. Unser guter alter Freund Sully. Werdet noch erfahren, wer das ist. Alter. Scheiße. Sully. Ujo. Fuck, was geht hier ab, Mann? Ich kann mich nicht mehr bewegen, Alter. Junge, Junge, Junge. Moment. Was soll das denn? Okay. Los. Ist die Kamera wasserdicht? Dann haben die Glück gehabt, wenn die Kamera wasserdicht ist, ey. Ja, das ist Sully, Alter. Alter Kollege, ey. Ich kann mir wohl keine 5 Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten. Na, wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elena Fischer ist. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Die wollte ich damals auch flachlegen. Wie wär's mit abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? So, Freunde, ich liebe einfach die Musik auch vom Spiel. Das ist einfach richtig geil. Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das das, was ich denke? Drakes Tagebuch. Ich hatte doch recht. Sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Der Drake... Ich finde, der sieht aus wie der Mike von Until Dawn. Oder das haben auch sehr viele in die Kommentare geschrieben, ey. Also, als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, ne. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache?
Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Was ist das denn? Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Versteht da sonst noch was? Auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Shit. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, die goldene Stadt. Mehr oder weniger? Gut. Denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies. Sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Wir wollen jetzt einfach wegfahren? Ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Scheiße. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir das. Oha. Das kann nicht wahr sein. Hey! Wo ist denn jetzt ihre Kamera hin? Die habt ihr doch gerade auf den Dings gelegt, oder? Ich hätte wissen müssen. Ist das der erste Spielfehler, Freunde? Die hat doch die Kamera auf diesen Dings gelegt, auf diesen Fracht. Die Suche nach Eldorado. Oh, warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich geb's zu. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Da fällt mir was ein. Hab ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt hab? Die Grafik ist auf jeden Fall besser geworden. Klar, aber als er es rauskriegte, war ich Spaß. Schon. Hey, hörst du mir eigentlich zu? Ich lausche gebannt. Dankbarer. So, wir müssen uns auf jeden Fall auf die Suche machen. Alter, also die Grafik hat sich auf jeden Fall schon verbessert vom Gameplay her. Also gerade war ich erstmal nicht so überrascht, aber jetzt gefällt es mir eigentlich schon richtig gut. So, wir müssen nur schauen, wo es hier weitergeht. Vielleicht geht es ja in den Wasserfall rein. Das war manchmal bei alten Spielen, dass man einfach in den Wasserfall gehen konnte. Oh, guck mal, wie nass wir sind. Das finde ich auch geil, dass die schon damals darauf geachtet haben, dass der Charakter wenigstens nass wird. Meinst du wirklich, dass Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Oh, jetzt gehen schon langsam. Irgendwas passiert jetzt gleich, Alter. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, Freunde. Alter, krank. Aber es ist ja schon 6-7 Jahre her, wie gesagt. Und? Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du es falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sully. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. So, wir müssen uns mal in Ruhe hier umschauen, Freunde. Also ich finde, das ist halt so eine Art Abenteuer-Action-Spiel, ähnlich auch wie bei Last of Us. Nur Last of Us ist natürlich ein Titel für sich. Also ich glaube, ich kann schon im Vorhinein sagen, was ich Last of Us, glaube ich, besser finde. Da findet man eine leichte Nutte im Bordell. Da findet man eine leichte Nutte im Bordell, Alter. Der Sully hat immer die besten Sprüche drauf gehabt, schon damals, ey. Da gehen wir jetzt mal hier durch. Scheiße, was ist denn da los? Oh, yo, die ganzen Tauben, Alter. Na, das sieht doch gut aus. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich liebe es, solche so Entdeckerspiele, Alter, wo man richtig so auch rätseln muss und alles. Hat das wohl gebaut, die Inka? Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. So, ich denke mal, wir müssen nach da oben, oder? Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. So, also ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so von Uncharted hält. Ob ihr es damals auch gezockt habt auf der PS3 oder jetzt schon gezockt habt. Würde mich mal gerne interessieren, wer das Spiel von damals noch kennt. Weil dann müsstet ihr ja schon etwas älter sein, weil das Spiel vor 6-7 Jahren, wenn ihr jetzt zum Beispiel 14 seid, dann seid ihr 8 Jahre alt gewesen und denke mal nicht, dass ihr das dann gezockt habt.
So. Okay, wir müssen uns erstmal ein bisschen von... Es ist ähnlich so eine Mischung, also ich würde mal sagen, was Mischung aus Tomb Raider und Last of Us, sowas in der Art. So eine Mischung daraus. Oh, scheiße, oh, Alter. Wo meinst du, der packt das? Der packt das auf Rille! Alter. Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Wieso? Was stimmt denn mit dem Boden nicht hier? Ich würde sagen, wo lang gehen wir am besten? Wir müssen auf jeden Fall irgendwie auf die Seite darüber kommen. Das schafft er nicht, den Sprung. Deshalb denke ich mal, dass wir da lang können. Klingt hohl. Oh, yo. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Scheiße. Ja, geil. Okay. Ja, stimmt. Okay, jetzt erinnere ich mich wieder. Das ist auch so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig. Jump and Run. Assassin's Creed wolltet ihr ja auch von mir sehen. Need for Speed. Da werden so viele Projekte noch kommen, Freunde. Aber ich will nicht zu viele gleichzeitig anfangen. Wir haben jetzt schon wieder viele am Laufen. Deshalb muss erstmal hier Until Dawn zu Ende gebracht werden. Damit wir hier genug Platz wieder haben für auch andere Spiele. Momentan, so Spiele, was haben wir momentan eigentlich alles? UFC haben wir. Batman, das bringe ich auf jeden Fall noch zu Ende. Until Dawn haben wir noch. Jetzt Uncharted. Was gibt's noch? Ja, dieses eine Spiel, Horrorspiel Daylight. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch regelmäßig bringen werde, weil das kam ja jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so gut bei euch an. Und ja, mir hat zwar auch ein bisschen Spaß gemacht, aber keine Ahnung. Irgendwie fehlt mir da auch so der gewisse Reiz. Das ist zwar ein cooles Spiel so, aber ja, wirklich der Horror, das Horror, reine Horror ist das nicht so, finde ich. So, wir können jetzt das Ding hier runterschieben. Nur die Frage ist, was da passiert. Jetzt mal. Oha. Und jetzt? Gut gemacht, Kleiner. Ist jetzt ein Loch oder was im Boden? Und da schauen wir mal kurz hier ein bisschen rum. Na, hier wird es, denke ich, nicht weiter. Ich finde auch diese 60 FPS so geil, dass es so flüssig läuft, ne? Das sieht wirklich geil aus. Ich denke, wir müssen können jetzt runter, oder? Oh. Guck mal, da ist eine Höhle. Krass, Mann. Das war, glaube ich, alles schon so geplant worden damals, dass da einfach dieser Stein ist und dass man dann da runter muss. Heftig, ey. Taschenlampen. Wie geht die Taschenlampe nochmal an? Oh, oh. Jo, Alter. Ein paar Schocker werden hier definitiv auch sein. Jetzt haben wir die Taschenlampe hier. Aber wo ist der denn? Ah, da unten hat er die. Ach du Scheiße, ich liebe... Ich würde auch mal gerne so ein Abenteuer erleben mit Freunden oder so. Genau das gleiche, was der jetzt hier erlebt. Sowas würde ich gerne mal erleben wollen. Es ist einfach nur Abenteuer pur, sowas hier zu entdecken und alles, Alter. Gibt es bestimmt noch auf der Welt wirklich solche Dinger. Oh. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Er braucht den Schatz. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Das und... Ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Sie sind irgendwie beide das perfekte Team, finde ich. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Aber wir müssen da, glaube ich, irgendwie Vorsicht, rüberkommen. Nate, das ist echt tief. Guck mal, ich sehe schon was. Kein Witz, oder? Ich habe eine Idee. Wir schießen da drauf und dann fällt das Ding runter. So kann ich mir anders nicht vorstellen, wie wir rüberkommen. Wir müssen da rüberkommen. Keinen anderen Weg. Nee. Siehst du, habe ich doch gesagt. Zack. Ich wusste es, Alter. Das hat man, das war, glaube ich, ein bisschen offensichtlich. So, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht runterfallen, ja? Ja, ja. Aber wenn auf jeden Fall noch so viel, da wird so viel noch auf euch zukommen, auf uns zukommen. Ich habe jetzt nicht mehr so viel in Erinnerung, aber ich weiß, dass es einfach geil werden wird. Was ist mit der Tür los? Da scheint es nicht lang zu gehen. Ah, hier gibt es einen Hebel, ja, ein Dings. Müssen wir das Tor hochziehen. Oh, der Nathan Drake, Alter, der hat die Muckis, der zieht das Ding hoch. Das könnte... Hier, lass mich mal. Ja, mach du das hoch und geil. Ich muss dann schon gleich so einen Stein runterstellen oder so. Ich hoffe, da ist jetzt nichts, Alter. Da, das kann man runterstellen. Ich halte sie auf. Versuch du. So, halten, schieben wir das da hin. Und
Okay, lass los. Komm. Das müsste halten. So. Mach schnell, Sally! Oha, bricht das durch? Uiyo! Das war mir durch. Etwas zu knapp. Ja, geil! Aber wie? Hier eine Hintertür, was? Ja, sonst kommen die nicht mehr raus. Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Aus Drakes Tagebuch? So, ich schau uns das mal an. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Zünd das Scheiß mal an. Weil sonst kommen wir ja nicht weiter, sind alle Wege hier versperrt. Ah, der hat das ange... Achso, das war das andere. Krass, und was passiert jetzt? Was ist denn hier los, Alter? Vielleicht können wir das verschieben oder so. Ne, wir müssen mal in Ruhe. Wir müssen den Shot irgendwie wegräumen. Ja, geil. Wie sollen wir das denn hier wegräumen? Ah, da oben. Wir schießen drauf und das fällt runter. Nee. Cool. Bist du? Junge, der Öni ist noch frisch und fit in Uncharted, oder was? Was ist denn hier los, ey, du Rollepeter? Und jetzt? Scheiße, Alter, was ist das denn hier? Junge, guckt euch das mal an. Geil, wo soll es denn jetzt hier weitergehen? Ach du heilige Makrele. Ah, da können wir klettern. Oh, das Klettern, ne? Das ist schon geliebt damals. Ui, oh! Manche Dinger fallen ja runter. Boah, der fällt runter. Boah, ist das geil, Alter. Zack. Zack, der Nathan Drake ist richtig. Boah, Junge, wieder am Springen. Ist wie Tarzan hier. Und jetzt? Wo sollen wir jetzt hinspringen? Meint ihr da rechts auf die Liliane, ich glaube schon, ne? Ja, und jetzt runterrutschen. Whee! Wieder runtergerutscht. Das ist ein Feuerwehrmann. So, müssen wir erstmal schauen. Guck mal, da geht's weiter. Da ist wieder so ein Ding zum Anzünden. Aber der Sully hat das Feuer. Wir haben kein Feuer dabei, oder? Ja, glaube ich nicht, ey. Schauen einfach mal weiter hier. Wir müssen den irgendwie da runterholen, aber ich weiß nicht wie. Der kann dann das nicht auch, der Sully, Alter. Der soll mal auch so springen wie wir. Hinter dem ah, da. Mal. Guck mal, was wir hier haben. Guck mal, guck mal, guck mal. Ganz einfach. Aber wofür ist das Ding gültig? Das ist mir so schön am Glänzen. Das kann man irgendwo, glaube ich, hinschieben. Nee, doch nicht. Ich denke, wir müssen einfach da rum. Aber was passiert denn dann? Mal schauen. Mal. Ah, da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter. Ah, okay. Junge, Junge, diese Schatzsuche einfach mega geil, ey. So, wir laden mit R1 nach, alles klar. Also es ist nur ein Exklusivtitel für die PS4, Freunde. Das gab es auch damals nur auf der PlayStation, nicht auf der Xbox. So, jetzt zünde mal wieder das Ding hier an, deinen Streichholz an. Ja, geil, Alter. Der Weg ist versperrt. So, ich will gar nicht aufhören zu zocken, Alter, Freunde. Heute kann ich das Let's Play leider, wie gesagt, nicht so lange halten. Dafür werden die nächsten aber schön lange gehen, Freunde. Und das wird dann mega geil werden, Alter. Da könnt ihr euch auf ein geiles Abenteuer freuen. Könnt ihr abends im Bett schön gechillt das Let's Play schauen. Also das wird echt mega geil. Ich guck mir ehrlich... Also jetzt, Freunde, jetzt gibt es auch mal einen Fakt über mich. Ich guck mir öfters meine Let's Plays nochmal selber an. Ohne Spaß. Wenn ich im Bett bin, abends, zum Beispiel, wenn ich jetzt Uncharted hochlade, gucke ich mir nochmal das komplette Uncharted Let's Play an. Ich finde das einfach, keine Ahnung, ich finde das cool, seine eigenen Let's Plays anzuschauen. Macht mir mega viel Spaß. Und dann gucke ich, ob ich irgendwelche Fehler gemacht habe, was ich besser machen kann. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Man muss sich selbst feiern. Das ist einfach so. Dann seid ihr immer gut drauf. Ich weiß nicht was. Das müsst ihr euch merken. Wo sind wir denn hier, Alter? So ein Tempel. Was macht man damit? Können wir uns draufstellen? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Also, ich schau mal nach hier in dem Drakes Tagebuch. Die Ordnung dieser Zeichen trägt Bedeutung. Ah, jetzt müssen wir das hier ordnen. Okay, das erste ist dieses Zahnrad. Das zweite... ist dieser Pharao, das dritte sieht aus wie eine komische Spinne, das vierte dieser Mund. Das kann ich mir eh nicht merken. Aber, ja, die Frage, wie machen wir das denn jetzt? Müssen wir uns einfach dann da draufstellen oder was meint ihr, was wir machen müssen? Ne, gibt's ja keine Dinger, die man verschieben kann. Deshalb würde ich sagen, wir müssen uns nach der Reihe draufstellen. Also hier ist dieses Monster. Da ist das. Warte mal, wie sah das erste Zeichen aus? Nochmal nachschauen. Das erste Zeichen war dieses Zahnrad. Okay, dann kommt... das hier, okay, Zahnrad, das und das andere war das letzte. So, okay. Zahnrad. Dann das hier. Dann das andere. Aber das stellt sich ja nicht wirklich drauf, ne, oder? Ich glaube, wir müssen dann auf der Stelle einmal springen, oder was sagt ihr? Ich weiß es nicht. Hä? Ich würde mal gerne wissen, warte mal. Ne, wir müssen das anders machen. Hier geht es wahrscheinlich irgendwo hoch, oder? Ja.
Siehst du? Hier geht nämlich irgendwo hoch. Komm, hoch, zieh dich hoch. Guck mal, was macht der? Da ist der richtige Rille. So. Perfekt. Ah, hier können wir... Ah, okay, hier sind die ganzen Dinger, die man drücken kann. Aber das erste war das Zahnrad, ne? Warte mal, wir schauen mal, wo das Zahnrad ist. Hier muss man wieder ein bisschen rätseln. Ah, da hinten sind die zwei. Guck mal, das ist das Zahnrad. Okay, wir müssen zuerst das machen. Dann war das andere. Warte, dann war das. Dann das. Und dann das hier, wo wir gerade sind. Alles klar. So, können wir uns merken. Und die Frage ist, wie soll man da rüberkommen? Ja, das ist jetzt eine Frage. Ist auch nicht... Okay. Ah, okay, das klappt. Perfekt. Woo! So. Zack. Ich hoffe, das ist nicht auf Zeit, Alter. Ey, da passiert was. Jetzt kommt das Ding da hoch. Ich denke mal, wir können hier rüberklettern, ne? Ja, optimal. Shit, aber es ist mir, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Irgendwas stürzt jetzt hier gleich ein, oder? Das war nicht das zweite. Ach du Kacke, die Frage ist, wie... Ah, das schafft er, perfekt. So. Das zweite war hier. Ich finde das cool mit den Rätseln, halt. Das hat mir damals schon gefallen. Damals ist man natürlich nicht so schlau gewesen wie heutzutage. Deshalb, ich weiß noch, glaube ich, damals... Hier war ich richtig am Verzweifeln, Alter. Der dumme Ölni, Alter. Manchmal, keine Ahnung, bin ich echt ein bisschen dumm. Aber das ist ja lustig. Ich finde es lustig. Also ich bin nicht darüber traurig oder so. Ich finde das einfach manchmal lustig. So, das dritte. Und jetzt das vierte. Ich würde sagen, das beenden wir noch, das Rätsel hier. Und dann gehen wir schön durch die Tür. Zack. Also bisher auf jeden Fall ein cooler Start hier. Cooles Intro, finde ich. Richtig viel Spaß gemacht. Zack. Und da ist das letzte. Bam. Optimal. Alle sind gedrückt worden. Wenn das jetzt falsch ist, dann bin ich dumm. Dann bin ich einfach dumm. Wow. Oh, scheiße, da ist Wasser. Oh mein Gott, da wird ein schöner Körper reingemacht, oder, Freunde? Ah, das ist eine Treppe. So. Ganz schön tief. Ach du Scheiße, wir müssen ja aufpassen. Ja, anscheinend sind da an der Seite Stufen. Warte mal, ich sehe es mir an. Ist gut. Sei vorsichtig. Ja, man kann dann nämlich runter. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, beenden wir das Let's Play hier an der schönen Gruft. Nächstes Mal geht's dann da runter ins Verderben, ins Wasser. Dann würde ich sagen, was an dieser Stelle hier vom ersten Uncharted Let's Play. Mir hat's auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Es kam Gänsehautmomente hoch von damals. Schreibt's mir in die Kommentare, wie ihr es bisher gefunden habt. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Über 6000 Likes würde ich mich sehr freuen für die erste Folge. Und ich denke mal jetzt... Oh, shit! Das war jetzt nicht so gut, Alter. Da falle ich einfach runter. War echt nicht gewollt, Freunde. Ja! Das war's dann jetzt auch. Euer Öni ist raus. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Ich guck mal, wann das nächste Let's Play kommt. Ich versuche mal so übermorgen ungefähr. Weil ich will das Spiel auch eigentlich regelmäßig bringen. Jetzt muss ich ein bisschen durchziehen mit Until Dawn, damit das hier übermorgen bzw. jeden zweiten Tag mal kommen kann. Alles klar, euer Öni ist raus. Haut rein, ihr seid die Besten. Und ciao!